Hallo, ich bin der Lars von der DRO und ich darf dir heute die 3D-Refraktion ein bisschen näher bringen, und zwar mit Polarscope 2. Kleine Vorbemerkung am Anfang: Wir fangen eine 3D-Refraktion nie ohne Werte an, sondern wir nehmen immer die möglichst dichtesten Autorefraktorwerte, die wir bekommen können. Aktuelle Autorefraktometer haben eine Genauigkeit von plus minus 0,25 in jedem Hauptschnitt. Damit sind wir sehr, sehr nah dran an der Wahrheit und sind mit der Refraktion relativ schnell fertig, was ja direkt ein Vorteil für uns und natürlich auch für den Kunden ist. Wenn wir die Vorwerte haben, setzen wir die in die Infrarotbrille oder auch in die Messbrille ein und setzen auch immer gleich Zirkularfilter dazu, damit wir die Trennung nachher bei der 3D-Refraktion gleich haben und nachher nicht irgendwie Filter noch nachrüsten müssen. Ja, beginnen tut eine 3D-Refraktion grundsätzlich erstmal mit einem 2D-Bild. Davon sind ein paar eingebaut, zwei sogar animiert, wie hier die Unterwasserwelt. Und dieses Bild dient eigentlich nur als Referenz und hat sonst eigentlich gar keinen augenoptischen Nutzwert. Aber spannend wird es natürlich, wenn wir dieses Bild umschalten für den Kunden auf 3D. Am Video hier sieht es natürlich jetzt ein bisschen unscharf aus und doppelt aus. Das liegt daran, weil hier natürlich kein Trenner vorhanden ist. Der Kunde mit Trenner sieht das Ganze jetzt nämlich als dreidimensionales Bild. Und wir haben hier mehrere Objekte, die wir uns gleich genauer anschauen. Aber als allererstes wichtig ist die Reaktion des Kunden. Meistens dauert 1 bis 2 Sekunden und dann kommt schon ein Huch, ein O oder ein A. Und das ist für uns schon mal ein ganz wichtiges Zeichen, weil dieses bedeutet, dass irgendeine Art von Stereo-Sehen, irgendeine Art von 3D-Sehen da ist. Und das ist für uns ja schon mal die erste Antwort auf eine Frage, die wir noch gar nicht gestellt haben. Aber wir wissen auf jeden Fall, es ist binokular irgendwas da. Als nächstes können wir auch direkt fragen, wie sieht es mit den Objekten aus? Fällt Ihnen auf, dass da welche vor dem Monitor rauskommen und welche dahinter stehen? Die vorderen Objekte erkennt der Kunde fast immer von alleine und beschreibt das auch. Oh, da kommt mir der Fisch entgegen oder Schmetterling oder je nachdem, was das vordere Objekt da ist. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen für uns. Wenn wir jetzt noch ein bisschen genauer wissen wollen, wie denn das Stereo-Sehen bei diesem Kunden gerade ist, können wir auch nach diesen 4 Figuren direkt fragen. Also können zum Beispiel fragen, wie ist es mit dem Fisch hier vorne? Ist der klar und deutlich zu sehen oder erscheint er irgendwie komisch oder doppelt? Genauso können wir das hier mit der Qualle sehen. Das ist das weitest entfernteste Objekt hier. Und wir haben noch ein bisschen mehr Informationen über das Binokularsehen vom Kunden. Gibt es hier vorne Probleme mit diesem Fisch mit den Streifen, dann deutet das sehr darauf hin, dass hier eine Exophorie vorliegt, weil der Panumbereich in dem Bereich einfach nicht so groß ist wie auf der anderen Seite. Das können wir nämlich auch für die Esophorie hier an diesem Objekt sehen. Und je nachdem, was vielleicht gerade nicht so perfekt war, können wir auch dann gezielt in die Anamnese gehen des Kunden und können gezielt Fragen stellen, wie es denn ist mit Kopfschmerzen, wie es denn ist mit langem Lesen zum Beispiel, um rauszufinden, ob eine Binokularkorrektur mit Prismen hier Sinn macht oder eigentlich eher nicht. Also wir haben mit einem ganz kleinen Test schon sehr viel Informationen aus diesem Kunden bekommen. Hat er überhaupt eine Art von Stereo-Sehen? Und wenn das Stereo-Sehen da ist, ist es in einer von beiden Bereichen eingeschränkt. Also damit haben wir schon unseren ersten Test eigentlich gemacht und können direkt zum Test Nummer 2 gehen, nämlich hier zum Dominanztest. Ja, der Kunde sieht jetzt hier eine Figur, die er nicht scharf sehen kann, weil das rechte Auge sieht hier Pfeile hoch und das linke Auge sieht Pfeile runter. Das heißt, das Gehirn kann diese Bilder überhaupt nicht verschmelzen. Und genau das ist das Thema. Wir wollen jetzt das Gehirn mehr oder weniger zwingen, sich zu entscheiden, welches Auge bevorzugt wird oder welcher Seheindruck bevorzugt wird. Und wenn wir einen bevorzugten Seheindruck haben, wird der Kunde hier an dieser Figur mehr Pfeile hoch oder mehr Pfeile runter sehen. Haben wir dementsprechend ein dominantes Auge, sollten wir an diesem Auge auch beginnen zu refraktionieren. Er wird es etwas leichter haben zu unterscheiden, welche Seheindrücke jetzt besser und schlechter sind im Vergleich zu dem anderen Auge. Wenn wir kein bevorzugtes Auge haben, der Kunde sagt sowas wie, ja, es ist abwechselnd und hat gleichzeitig Pfeil hoch und runter, ist das nicht schlimm, dann können Sie anfangen, wo Sie wollen. Vielleicht mit rechts, das ist dann egal. Aber wenn es ein bevorzugtes Auge vom Gehirn gibt, sollten wir genau das als Start für die Refraktion nehmen. Ja, und dann kommen wir eigentlich schon zum entscheidenden Test. Das ist dieser Test hier, mit der die 3D-Refraktion jetzt vollends abläuft. Der Test ist dreigeteilt aufgebaut. Wir haben im oberen Bereich eine Zeile und eine Kreisfigur, die nur das rechte Auge sieht. Und wir haben eine Zeile und eine Kreisfigur, die nur vom linken Auge gesehen wird.
und in der Mitte ist eine Zeile, die von beiden Augen gesehen wird. Das Erste, was ich an diesem Test mache, ist, ich bestimme erstmal die Sehleistung der Augen getrennt. Das heißt, wir können hier oben einfach mal lesen lassen und die Zeile dementsprechend kleiner stellen und schauen, wie hoch der Visus auf dem rechten Auge ist. Dasselbe machen wir auch auf der linken Seite und können dann im Prinzip schon sagen, gut, die Sehleistung beiden sind jetzt in unserem Beispiel recht gleichmäßig zwischen rechts und links und können mit der 3D-Refraktion starten. Wenn nicht alle drei Zeilen gleichzeitig gesehen werden können, dann ist die 3D-Refraktion natürlich so in der Form, in dem Step jetzt gar nicht machbar, weil wir müssen natürlich ein Binokularsehen irgendwie da haben, sonst funktioniert die 3D-Refraktion nicht. Ja, wenn also nur zwei Zeilen zu sehen sind, würde ich erstmal eine monokulare Vorrefraktion machen und dann zu diesem Test zurückkehren und mit der 3D-Refraktion weitermachen, um das beste Ergebnis rauszubekommen für die Refraktion. Das heißt, alle drei Zahlen gleichzeitig zu sehen, Visus bestimmt, und dann können wir auch schon mit dem sphärischen Wert beginnen. Das heißt, ich würde jetzt zum Beispiel mit dem rechten Auge beginnen, weil wir vielleicht kein bevorzugtes Auge haben, lassen also auf die obere Zeile schauen und frage ganz klassisch, wie Sie es gelernt haben, mit Plus, ob es schlechter wird, und mit Minus, ob es besser wird. Klare Regel, Plus geben wir eigentlich immer, wenn es nicht schlechter wird, und Minus nur, wenn es besser wird. Und jetzt kommt der erste Unterschied eigentlich zu der klassischen 2D-Refraktion, dass wir jetzt nicht in die Achsen und Zylinder gehen, sondern erstmal auf dem Gegenauge, sprich hier auf dem linken Auge, auch erstmal den sphärischen Wert bestimmen. Wenn wir das auf beiden Seiten gemacht haben, sind wir uns nämlich absolut sicher, dass beide Augen im Astigmatismus Mixtus sind, die Grundvoraussetzung nachher für die Kreuzzylindermethode, die wir anwenden wollen. Das heißt, wenn ich auf der linken Seite jetzt die Sphäre bestimmt habe und eine Änderung festgestellt habe, muss ich auch wieder auf die obere Zeile und noch einmal abgleichen, ob wir hier daraufhin eine Änderung ergibt oder eher nicht. So, wenn beide Augen im sphärischen Gleichgewicht sind, dann können wir direkt in die Zylinder- und Achsmessung gehen. Dafür haben wir hier oben eine Kreisfigur, auf die den Kunden schauen lassen. Dazu im Polarscope 2 können Sie auch einfach kurz dran tippen und sagen, schau bitte auf die Kreisfigur, die jetzt blinkt. Und müssen erstmal schauen, ist diese Figur genau richtig groß dargestellt, wie wir es für die Refraktion von Achse und Zylinder brauchen. Ideal wird die Figur so dargestellt, dass der äußere Kreis klar zu sehen ist und der innere Kreis eigentlich nur sehr knapp erkannt werden kann. Eigentlich schon gar nicht als Kreis, sondern die meisten Kunden sagen, ja, das ist ein Punkt in der Mitte oder irgendwas, eine Struktur noch in der Mitte. Das ist so die ideale Einstellung. Denn sieht der Kunde nichts in der Mitte, dann würde ich die Figur tatsächlich ein bisschen größer machen. Und wenn er tatsächlich einen Kreis sieht, dann würde ich die Figur ein bisschen kleiner machen, damit wir ein zweites Kriterium an dieser Figur bekommen, nämlich nicht nur die Rundheit des äußeren Kreises, sondern auch die Schärfe der inneren Struktur, der inneren Figur. Und zwei Kriterien sind immer noch besser als eine. Das heißt, wenn jemand kein gutes Formempfinden hat, dann kann er sich an der Struktur im Inneren festhalten und schauen, welche Wendelage die bessere ist. Das müssen wir auch gar nicht alles erklären. Wir fragen einfach, siehst du den Kreisfigur oben? Siehst du da noch eine Struktur in der Mitte? Das ist schon ausreichend, mehr müssen wir dem Kunden gar nicht erklären. Und jetzt gehen wir ganz klassisch, wie wir bei der Achsmessung vorgehen, mit Stiel auf Achse, auf den Kreuzzylinder, auf die rechte Seite und gleichen die Achse ab. So lange, bis es keine Änderung mehr ergibt. Ja, dann haben wir die Achse auf der rechten Seite schon bestimmt und können dann der gleichen Figur weitermachen, um die Zylinderstärke zu bestimmen. Das heißt, wir gehen jetzt hier Achse auf Achse auf diese Kreisfigur und gleichen die Zylinderstärke ab. Ja, verstärken, abschwächen, bis es auch da keine Änderung ergibt, und haben dann hier die Achse und Zylinderstärke für rechts schon bestimmt. Jetzt können wir direkt umschwenken auf die linke Seite, das heißt die untere Kreisfigur, und können den Kunden darauf gucken lassen. Auch hier überprüfen wir erst, ist die Kreisfigur in der richtigen Größe dargestellt. Wenn ja, machen wir ganz klar Stiel auf Achse den Achsabgleich und Achse auf Achse den Zylinderstärkenabgleich. So, dann haben wir es auch für links das schon erledigt. Und jetzt würde ich noch einmal in die Sphäre gehen, noch einmal mit die obere und untere Zeile sphärisch abgleichen. Wieder wird Plus schlechter und Minus nicht besser, dass wir hier auch wieder im sphärischen Gleichgewicht sind, und zwar für rechts und für links. Auch wieder mit der Regel, habe ich auf einer Seite eine Änderung, muss ich auf der Gegenseite nochmal überprüfen. Ja, wenn ich das habe, ist die gesamte 3D-Refraktion schon fertig.
Wenn Sie jetzt im Besitz eines automatischen Foropters sind, können Sie auch jetzt auf das 3D-Bild eigentlich wieder zurückgehen und dem Kunden demonstrieren, wie seine bisherige Korrektur war und wie gut er mit der neuen Brille sehen wird. Ja, das war's zur 3D-Refraktion. Ein kleiner Rundgang, wie unsere Empfehlung von der DHO ist. Jetzt wünsche ich viel Spaß mit Poloscope 2.